good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Game TV und Video und herzlich willkommen zum ersten FIFA 15 Spiel der Demo. Die Demo ist jetzt auch endlich für die PS3 bzw. PS4 rausgekommen. Gestern kam sie ja schon für den PC und für die Xbox. Und ja, ich stelle euch einmal kurz die Mannschaften vor. Mit dabei in der Demo sind Napoli, Paris Saint-Germain, Barcelona, Boca Juniors, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund. Und ja, das war's. Ich habe gerade schon ein kurzes Spiel gemacht, aber ich habe es extra übersprungen. Da kommt ja so ein Einleitungsspiel, wie man das auch immer nennen will, hier Manchester City gegen Liverpool. Aber das habe ich übersprungen, weil ich eigentlich mit einer anderen Mannschaft spielen war. Also wird das erste richtige FIFA 15 Spiel für mich sein, der Demo hier. Ich habe zwar schon eins gesehen, aber das hat ja nichts damit zu tun. Und ich bin echt gespannt, wie sich das Spiel spielen lässt. Und muss jetzt erstmal überlegen, mit welcher Mannschaft ich antreten soll. Deutsche Mannschaft, wollen wir mit Deutschland, mit Dortmund? Nee, kommen wir in den Paris Saint-Germain gegen... Na, gegen wen spielen wir denn mal? Komm, wir spielen Top-Spiel gegen Barcelona. Vielleicht kriegen wir ja richtig auf die Mütze. Hier sieht man schon mal das neue Menü. Team managen, also Steuerung habe ich schon eingestellt. Also die richtige Steuerung für uns. Ja, Kapitän, ja, das kann also bleiben. Ausstellung, ja, das kann auch so bleiben. Aber warte, ich muss noch mal die Spieler durchgucken. Cavani auf dem rechten Flügel, da will ich hier Lukas lieber hinhaben. Matuidi, Motta, Caballé, das passt so. Ja, okay. Aurier nehmen wir nochmal mit, für, keine Ahnung wie der heißt. Ja, sieht gut aus. Und Spieleinstellungen, wir spielen auf... Sollen wir mal gleich auf Legende spielen? Erstes Spiel gleich, richtig klatsch. Komm, wir machen es. Oder wurde es jetzt gespeichert? Doch, ja, wurde es gespeichert. Oh Mann, ich glaube, wir kriegen richtig eine Packung. Aber ich werde mir natürlich anstrengen. Ich werde das Spiel ausschneiden. Hier sind die neuen, ja, wie soll man das sagen, Futures oder keine Ahnung, die immer vor dem Spiel kommen. Ich treffe natürlich gleich mal keinen. So, jetzt ist er drin, ja. Oben rechts ganz klein geworden, die Anzeige, wie viele Punkte, wie viel Zeit man so hat. Aber das war schon mal jetzt neu, aber das ist ja egal, bis zur Release von FIFA 15. Da können wir ja mal die Skill-Spiele durchspielen, habe ich mir auch schon überlegt. Die sind eigentlich einmal ganz nice. Als erstes habe ich mal übersprungen, einlaufen, ja. Game Faces sind ganz nice, auch Schiedsrichter auch. Kommentator heißen Alan Smith und Taylor, keine Ahnung was, bin mir auch nicht allzu sicher. Hier unsere Ausstellung. Hier sehen nochmal ein paar Game Faces, also manche sehen einfach richtig, richtig echt aus. Oder fast alle. Die Grafik ist einfach Bombe. Hier nochmal die Aufstellung von Barcelona. Oha, naja. Ich werde, hier sieht man Lionel Messi, dahinter im Hintergrund Neymar, da ist der Schiedsrichter. Wir haben Anstoß, mal sehen, wie sich das Spiel entwickeln wird. Ein Österreicher und Lutz Gersthofer, habe ich jetzt nicht so schnell gelesen. Und ja, wir starten ins Spiel, ich werde das Spiel natürlich schneiden, ich werde nicht das komplette Spiel zeigen. Aber komm, wir können erstmal hier schön, also fühlt sich schon mal... Ja, fühlt sich schon echt anders an, im Gegensatz zu vier Felsen, aber auch klar. Lavezzi hier am Ball. Van der Weel, den ersten Angriff zeige ich euch gleich mal. Lukas, Matuidi, Lukas. Wo will Van der Weel denn hin? Wo will er denn hin? Grundlinie oder was? Abseits gibt es vielleicht auch noch. Oh, schön gespielt, ist gleich das 1. Nein. Was ein Schüsschen von Caballé, war aber auch, glaube ich, sein schwacher Fuß. Ibrahimovic hat übrigens noch 5 Sterne Skills hier bei der Demo, was ich ziemlich nice finde. Leider hat er nur noch 4 Sterne Skills. Also beim Release halt, im echten Spiel oder im vollständigen Spiel. Ibrahimovic mit der zweiten Chance für uns. Zlatan ist natürlich auch der Captain, ist natürlich klar. Also... Wir spielen auf Legende, also ich denke mal, wenn die im Angriff sind, wäre es ziemlich schwer zu verteidigen, aber im Moment haben wir nur den Ball.
Oh, aber jetzt sind sie hier mal im Angriff. Hier zeug ich jetzt auch mal den ersten Angriff von Barcelona. Oh. Oha, 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 oha. Aber Sirigu. Stark gehalten von ihm. Motta verliert den Ball. Shit, 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 shit. David Luiz aber mit der perfekten Grätsche. Und keine Ahnung, was unser Keeper da macht, aber alles gut, alles Paletti. Lukas. Nein! Ach komm, hör auf. Mal gut, wir haben hier Dings auch mitgenommen. Aurier. Alles richtig Mittelfeld. Ach egal, komm, packen wir einfach rein. Da war ja ein 4-14, glaube ich. Man müsste eigentlich gewesen sein hier. Rechtsverteidiger gewesen. Aber natürlich verletzt uns. Verletzt von der Wiesig. Yo! Jo, ja, das sieht ziemlich schlimm aus, wie Sirigu und Messi auf ihn landen. Naja, kann man nichts machen. Wir spielen aber weiter. Aurier ist auch nicht schlecht. Muss man dazu sagen. Hier ist schöner Ball. Durchgesteckt. Lavezzi ist durch. Lavezzi, Fragezeichen. 1-0. 1-0, Lavezzi. 1-0, Lavezzi. Lavezzi. 1-0, Paris Saint-Germain. Erstes Tor in der FIFA 15 Demo. Ezequiel. Keine Ahnung, wie man es vornamen ausspricht. Hier, Dani Alves kommt nicht ganz ran und dann eiskalt gegen Marc-André Ter Stegen macht Lavezzi das 1 zu 0 für uns. Also ich muss sagen, Angriff ist Barcelona richtig, richtig stark, ist aber auch klar. Oh, Xavi, 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 Sirigu. Was macht Sirigu da? Leck mich am Arsch! What the fuck? Wir haben die Kippe besser gemacht. Sag ich mal nicht so, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Ich hoffe, das kriegen die bis zum Release am 25. September noch hin. Hier! Jo, ich nehme den Ball locker auf, klar. Sicher. Stark gemacht, Junge. Stark gemacht. Aber die Halbzeit ist rum. Die erste Halbzeit ist steht 1 zu 1. Schöner Treffer von Lavezzi und schöner Torwartfehler von Sirigu. Hier sieht man nochmal die Highlights. Sieht eigentlich ziemlich, ziemlich geil aus. Ja. Ja. Mehr Ballbesitz haben wir, mehr Schüsse haben Barcelona. Wollen wir vielleicht noch irgendwas verändern hier? Wir wechseln mal Caballé aus. Und dafür bringen wir mal. Komm, bringen wir einfach mal Pastore auf, wenn er linkes Mittelfeld ist. Aber hat eigentlich einen guten Passwert. Und nicht so viel Tempo. Ja. Pastore. Komm, Digga, du machst eins. Zweite Halbzeit angepfiffen. Barcelona im Ballbesitz mit dem Anstoß. Neymar hier gleich mal mit einem guten Ball auf Lionel Messi. Gegen David Silva. Mit der Hacke. Er geht natürlich vorbei. Lionel Messi. 2-1 Barcelona. Magier, sie sind einfach nur hammer gut im Angriff, ohne Scheiß. Neymar gleich nach der Halbzeit. Schön 2-1 hinten. Geil. Ibrahimovic. Zlatan. Ibrahimovic. Zlatan. Ibrahimovic. Ja. Natürlich kriegen wir nicht einen Abpraller. Zlatan Ibrahimovic mit dem Chipball auf Ezequiel Lavezzi. 11 Meter. 11 Meter. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Piqué kriegt auch noch die gelbe Karte dazu. Ganz klarer Elfmeter. Ganz klar gehalten, meiner Meinung nach. Können wir vielleicht nochmal in der Wiederholung sehen. Ja, Gerard Piqué, 65. Minute. Gelbe Karte. Hier nochmal zu sehen. Da. Ja, ganz klar das Trikot ziehen. Das ist auch neu eingeführt. Also sieht ziemlich geil aus, wie er da fliegt. Lavetti. Ja, kann sich noch so ärgern. Hier nochmal Auswechsel. Iniesta geht raus. Rakitic kommt rein. Wir haben die Möglichkeit zum Ausgleich. Durch Zlatan Ibrahimovic. Ibra! Kadabra! Zlatan Ibrahimovic. Ganz sicher Elfmeter. Eiskalt ausgeguckt, da Marc-André Ter Stegen und er macht ihn eiskalt rein.
Ibrakadabra, Zlatan hier 2 zu 2, 70. Spielminute. Da ist noch alles drin hier im Spiel. Langer Ball, Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic! 3 zu 2, Zlataniert! Ibra, 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 dritter Spiel. Ibrahimovic, dritter Spiel. Hier Piqué wieder mit dem Fehler. Und die Chance, die lässt er natürlich sich nicht entnehmen. Er macht in der 78. Spielminute, das 3 zu 2 Doppelpack Zlatan Ibrahimovic. Und jetzt stehen wir natürlich hinten. Sehr defensiv. Wir wollen natürlich jedes Endspiel gleich mal gewinnen. Und der Schiri, der pfeift ab. Wir gewinnen 3 zu 2 gegen Barcelona. Auf legendär. Das war ein echt richtig schweres Spiel. Und ich weiß gar nicht, wie lange die Spiele gehen. Also eine Halbzeit, ich glaube 4 Minuten. Oder? Oder 6 Minuten? Nee, eigentlich 4. 3-2 gewonnen. Ibrahimovic mit einem Doppelpack. Das erste Tor hat Lavezzi gemacht. Ja, wir haben mehr Schüsse, ein bisschen weniger Ballbesitz, aber naja, was soll man machen? Spielerbewertung natürlich Zlatan Ibrahimovic mit einer 8,8 Man of the Match. Wenn euch das erste FIFA 15 Gameplay gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr könnt euch mal auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet. Hier nochmal ein paar Highlights von dem Spiel. Und ja, mit denen lassen wir vielleicht noch ein bisschen durchlaufen. Wenn ihr nicht keinen Bock mehr habt, dann schaltet einfach weg. Ich lasse euch noch ein paar Highlights durchlaufen. Die Tore von uns. Und dann würde ich sagen, macht es gut. Bis zum nächsten FIFA 15 Gameplay. Also haut rein und ciao.